Hallöchen und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres heutigen Risen-Abends. Jawohl. Wir möchten mit Carlos sprechen. Er ist, glaube ich, in die Richtung marschiert. Ja, es sind schon 15 Minuten vergangen. Irgendwo hier müsste er... Ja, genau, da ist er. Wir werden mit Carlos ein bisschen noch quatschen. Und da werden wir schauen, dass wir die Rüstungsplatten bekommen. Also, wie kann ich dich unterstützen? Müssen wir das echt fragen? Ja, fragen wir halt. Wie kann ich dich unterstützen? Ich brauche loyale Männer, die in meinem Sinne handeln und mithelfen, diese Stadt intakt zu halten. Wenn du mir helfen willst, dann unterstütze mich, die verbrecherischen Banditen im Zaum zu halten. Gut, ich werde dir helfen, deine Stadt zu säubern. Nein. Was genau ist deine Aufgabe in dieser Stadt? Leider sind viele der alten Artefakte auf dieser Insel aus Gold und deshalb sehr begehrt. Es wird geklaut, was das Zeug hält. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die goldenen Artefakte in die Vulkanfestung gebracht werden. Jeder kleine Dieb und Hehler dieser Stadt will einen Teil des großen Kuchens haben. In dieser Stadt befinden sich immer noch eine ganze Menge Artefakte aus den Tempelruinen im Umlauf. Das allein ist nicht weiter schlimm. Doch leider werden viele davon immer wieder aus der Stadt geschmuggelt und verschwinden im Banditenlager des Don. Wenn ich bloß wüsste, wie diese Artefaktschmuggler das bewerkstelligen. Das Loch muss endlich gestopft werden. Na, finde ich nicht. Das ist ein guter Ein- und Ausgang auch für uns. Sofern wir ihn halt mal finden. Und ich glaube, da habe ich echt, da müsste ich wirklich mal bei der Sonja quasi mal mir ein Service bieten lassen. Und dann glaube ich, würde es weitergehen. Wurscht. Auf jeden Fall, das kommt noch und ist im Zusammenhang, meine ich, mit dem Hinterausgang der Stadt, dem geheimen Hinterausgang. Ein- und Ausgang, besser gesagt. Naja, wie stehst du zu den Banditen von Don Esteban? Vor unserer Ankunft hatte Esteban großen Einfluss in dieser Stadt, aber als wir kamen, ist er gewichen. Jetzt versteckt sich der Banditenkönig irgendwo jenseits dieser Mauern. Ohne ihn sind seine Leute nur ein loser Haufen von Landstreichern und Gesetzlosen. Ich beobachte sie. Solange ihre Zahl überschaubar bleibt, haben sie keine Macht. Das kann sich allerdings schnell ändern. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Bla bla bla. Ich werde dir helfen, die Stadt zu säubern. Nein, habe ich schon mal gesagt. Welche Zukunft siehst du für diese Stadt? Sie ist intakt. Und sie wird es auch noch so lange sein, wie die Zahl derer, die nicht dem Gesetz folgen, klein bleibt. Sollte allerdings das Verbrecherpack versuchen, die Oberhand über die Stadt zu erringen, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Jeder hat dem Gesetz des Inquisitors Folge zu leisten. Jawohl. Pfirti. So ja, wir werden ihm nicht helfen. Nein, weil wir wollen den Weg des Banditen einschlagen. Also ich halt. Ja. Ich will. Gut, jetzt können wir vielleicht auch diesen Druidenbeutel hier endlich mitnehmen. Gott sei Dank. Beutel, genau. Druiden, wie hier seid schnell? Ah, ist ja wurscht, da steht der Pilz halt. So. Die Platten. Wir gehen jetzt mal zum Hafen. Ja, wir gehen zum Hafen. Dort müssen wir, was ich weiß, in ein Lagerhaus einbrechen. Dort ist, glaube ich, irgendwas versteckt. Wir müssen generell, glaube ich, viel Diebstahl machen. Auf jeden Fall, wir schauen mal. Zwei Artefakte müssen wir uns noch kaufen. Wie viel Kohle haben wir? Genügend Kohle. Das freut mich. Dann gehen wir gleich mal shoppen. Zum ersten bei dir. Gib mir dein Gold. Was? Nein. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Ja. Hier ist dein Gold. Gib mir die Goldschale. Danke. Hier hast du sie. Das brauchen wir noch. 1 von 3. Richtig. Die dritte hat, glaube ich, der Bruder von denen. Auf jeden Fall, die zweite können wir auch schon mal kaufen.
wenn wir wieder oben sind und das Geld noch passt. Jetzt sind wir aber hier, ich will nicht zu viel hin und her laufen müssen. Da haben wir ja auch so einen Lukor. Du, der Typ da hinten will was von dir. Das ist zu riskant. War klar. Da oben ist nicht gut, wenn wir einsteigen wegen dem da. Der sieht und hört alles. Stimmt, darüber, na, Leuchtturm war falsch, darüber muss ich auch mal. Da ist nämlich jemand eingesperrt, der uns durchaus dienlich sein kann. Wenn du was von mir willst, musst du erstmal bei Sonja bezahlen. Solange behältst du gefälligst deine Pfoten bei dir, klar? Verstehe. Du bist das bezauberndste Wesen, das ich je gesehen habe. Du bist das bezauberndste Wesen, das ich je gesehen habe. Oh, danke. Das war das Netteste, was mir ein Mann jemals gesagt hat. Du bist nicht so wie die anderen. Du weißt, wie man mit einer Frau umgeht. Oh. So, ja. Sergio. Ja? Du bewachst hier die Schiffe? Du bewachst hier die Schiffe. Ja, das auch. Unter anderem, sozusagen. Die Schiffe in diesem Hafen sind für jeden Langfinger in der Stadt eine leichte Beute. Nicht auszudenken, wenn sich hier jeder Hanswurst an der Ladung der Schiffe zu schaffen machen würde. Aus diesem Grund bin ich hier. Unter anderem. Unter anderem, ja. Du bist ein Ordenskrieger. Du bist ein Ordenskrieger. Wer hat dir das gesagt? Dein scharfer Verstand, nehme ich an, was? Ja. Nein, eher deine Rüstung, nehme ich an. Ja, ich bin Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Das ist richtig. Schön, dass wir uns da einig sind. Wie bist du Ordenskrieger geworden? Wie bist du Ordenskrieger geworden? Nun, das war Fügung des Schicksals, würde ich sagen. Der Inquisitor persönlich hat mich erwählt, ihm zur Seite zu stehen. Also haben sie dich nicht gezwungen? Ach, wo denkst du hin? Ich wusste immer, dass ich zu etwas Höherem geboren wurde. Und nun sieh mich an. Ich könnte mir keine bessere Stellung oder Aufgabe vorstellen. Offensichtlich. Der Inquisitor. Wie ist denn der so? Der Inquisitor? Wie ist er so? Er ist ein harter Mann mit festen Prinzipien. Wenn er ein Ziel vor Augen hat, kann ihn niemand aufhalten. Sein Wort ist Gesetz. Seine Faust zerschlägt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Eine sehr imposante Erscheinung. Du wirst ihm sicher irgendwann gegenübertreten. Ja, da komme ich wohl nicht drum herum. Keine Angst. Wenn du dem Weg der Ordnung und Disziplin folgst, wirst du ihn für dich gewinnen. Da bin ich mir sicher. Und wenn das nicht mein Weg ist? Dann solltest du ihm besser niemals begegnen. Na, das ist lasst euch da nicht einschüchtern. Es ist komplett wurscht, welcher Fraktion ihr euch anschließt. Dem Inquisitor werdet ihr früher oder später begegnen. Und nein, er wird euch nicht umbringen. Naja, sagen wir so, mehr oder weniger. Ihr werdet für ihn arbeiten, so oder so, aber ja. Sagen wir so, in der Regel gewinnt man das Ganze hier dann. Schon mal... Was? Schon mal ein Dieb gefangen? Schon mal ein Dieb gefangen? Na, das will ich meinen, Bursche. Meinen Adleraugen entgeht hier nichts. Gar nichts. Natürlich nicht. Spotte nicht. Du willst doch nicht das gleiche Schicksal erleiden wie unser Gefangener in der Hafenkaizelle, oder? Wer? Um welchen Mann handelt es sich da bitte? Der Mann in der Hafenzelle ist ein Dieb? Der Mann in der Hafenkaizelle ist ein Dieb? Kann man wohl sagen. Kapitän Romanov ist ein Piratenhauptmann der übelsten Sorte. Dieser Hundesohn hat mit Don Esteban paktiert. Der Don hat ihn dafür bezahlt, dass er ihm Waren aus aller Welt beschafft hat. Romanov ist für ihn brandschatzend, mordend und plündernd über die Meere gezogen. Aber seit der Inquisitor hier ist, ist das natürlich vorbei. Der Don ist weg. Und wir wollen das Gold, was Romanov vom Don für seine Verbrechen bekommen hat. Tja, solange Romanov nicht verrät, wo er das Gold versteckt hat, lassen wir ihn in der Zelle schmoren. Ihr seid ja so schlau, weil so hatten die Bürger nämlich wenigstens auch exquisite Ware, ne? Seltene Ware, exotische Waren, die es hier auf dieser Insel nicht gibt, ne? Handel, andere Länder, andere Städte, ja. Hauptsache Ordnung. Ja, wenn nichts da ist, ist auch alles ordentlich, ne? Naja, was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Was ist an dem Gold von Romanov so wichtig? Der Befehl des Inquisitors ist eindeutig.
Jeder Gegenstand aus Gold soll in die Vulkanfestung geliefert werden. Romanovs Gold stammt direkt von Don Esteban. Grund genug, um alles zu versuchen, da heranzukommen. Findest du nicht? Klar, macht Sinn. Und was machen die mit dem ganzen Gold? Freilich, sie polieren es, damit es sauber und ordentlich ist und geben es dann den Besitzern zurück. Es muss ja alles ordentlich sein. Vielleicht kann ich dir helfen, Romanovs Gold zu finden. Ha! Der Hundesohn wird auch dir nicht sagen, wo er es versteckt hält. Würde mich schon sehr wundern, wenn er so mir nichts, dir nichts seine Meinung ändert. Wir haben ihn hier am Hafenkai verhaftet, bevor er die Stadt verlassen konnte. Das Gold kann also nicht weit sein. Wenn ich bloß wüsste, wo. Ich werde Romanovs Gold für dich finden. Sehr löblich von dir, Kleiner. Aber wieso glaubst du, dass gerade du es findest? Ha, das haben wir schon seit Tagen versucht. Ohne Erfolg. Naja, aber wenn du es tatsächlich schaffen solltest, werde ich dich natürlich dafür belohnen. Ah ja. Das hört man gerne. Ui, schau mal, ein Heilkraut. Hier ist gerade ein Typ vorbeigehatscht. Ich hoffe, der kommt wieder zurück und holt die nächste Kiste ab. Mit dem dürfen wir auch noch quatschen. Aber jetzt gehen wir mal diesen Romanov besuchen. Und wer ist da? Wahrscheinlich seine Wache, ne? Hallöchen. Hey du, was lungest du hier herum? Hier hat keiner was zu suchen. Ich habe meine Brille da hinten verloren. Ich wollte nur holen gehen und so, ne? Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hier herum, also hierher zu kommen. Mach dich nicht so wichtig. Ich gehe dahin, wo es mir passt. Nö, das obere. Ich wusste nicht, dass es verboten ist, hierher zu kommen. Erzähl keinen Unsinn, du Schwachkopf. Was glaubst du, warum ich hier Wache halte? Nasenbohren? Die Seeluft genießen? Den einen regenfreien Tag genießen? Keine Ahnung. Was genau bewachst du eigentlich? Das würdest du wohl gerne wissen, was? Das frage ich ja. In dieser Zelle dort sitzt Kapitän Romanov. Einer der gefährlichsten Piraten der Meere. Ist nicht wahr. Ja, so eine Pfeife wie dich frisst er zum Frühstück. Das werden wir noch sehen, ne? Was ist mit Romanovs Mannschaft? Ich denke, seine Leute lungern irgendwo in der Hafenstadt rum und lassen es sich gut gehen. Tja, Matrose müsste man sein. Ja, warum bringen die Weißen Romanov nicht in die Vulkanfestung wie alle anderen? Tja, das fragst du den falschen Kumpel. Mir erzählen die Weißen nur so viel, wie ich wissen muss. Und wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich auch nicht. Ich will mit Romanov sprechen, bitte. Du machst mir Spaß. Das kannst du vergessen. Der Zellenschlüssel bleibt schön in meiner Tasche. Dann holen wir ihn uns einfach. Was willst du haben? Jeder andere Arsch der Stadtwachen amüsiert sich abends in den Kneipen. Oder geht in Sonjas Bordell. Aber ich darf meinen Posten hier nicht verlassen. Ich stehe hier draußen schon seit Tagen bei Wind und Wetter. Wie so ein gepeinigter Köter. Das geht mir ganz schön gegen den Strich. Das kann ich dir sagen. Wenn sich wenigstens eins der Freudenmädchen hier draußen mal sehen lassen würde. Ah. Da läuft der Wind. Oder der Hase. Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Bist du dann zufrieden? Ich werde dir eins von Sonjas Freudenmädchen hierher schicken. Dafür lässt du mich mit Romanov sprechen. Na gut. Abgemacht. Beeil dich aber damit. Sonst setze ich hier noch Moos an. Und weh, sie ist schäbig wie die Nacht. Da wird nichts aus unserem Geschäft, klar? Hey, das Äußere ist nicht immer, also zählt nicht immer, Duft, du. Also echt sowas. Sonja hat nur hübsche Mädchen. Ja. Jede einzelne ist eine Perle. Unverschämter Kauz, echt. Aber da weiß ich schon jemanden. Eine, die sich dafür aufopfern würde, nämlich die Süße hier. Hallo Annika, ich könnte deine Dienste brauchen, die Zellenwache am Hafenkai. Hör zu, erst das Gold, dann das Vergnügen. Mhm. Bezahl mich bei Donna Sonja, dann reden wir weiter. Okay, dann gehen wir wieder Geld aus dem Fenster hauen, für gute Zwecke einsetzen.
La 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 la. Das müssen wir nämlich machen. Da kommen wir nicht drum rum. Diesen Romanov-Typen brauchen wir nämlich. Das geht nicht anders. Also werden wir das auch machen. Ja, Lililein, ne, Mäuschen. Dich nehme ich mir auch nochmal zur Brust. Aber auf die sanfte Liebeart. Hallo Sonja. Ich brauche Infos. Nein. Der Säufer Eriksen hat sich aus dem Staub gemacht. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Bin ich deppert? Der Säufer Eriksen hat sich aus dem Staub gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich dachte schon, ich müsste den Kerl ewig ertragen. Psst. Hier, dafür kriegst du von mir auch eine Belohnung, Schätzchen. Dankeschön. Ich brauche Infos. Nein. Gib mir ein Mädchen für die Nacht. Nein, noch nicht. Ich brauche eines deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Ich brauche eins deiner Mädchen für die Zellenwache am Hafenkai. Hafenkai, sagst du? Nimm Annika. Sie schwirrt da draußen irgendwo am Hafenkai herum. Was du mit ihr machst oder für wen du sie brauchst, machst du am besten mit dir selbst aus. Alles klar. Annika, am Hafenkai. Danke. Ja, weißt du nicht, das Mädel, mit dem wir jetzt schon zweimal gesprochen haben, der ist auch begriffsstützig, also wirklich. Zum Glück hat er mich als seine innere Stimme. Ja, da werden wir das Kind schon schaukeln. Ja. Bau, 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 bam, ba, bam, baram, daram, da, daram. Ach ja. Aber es ist schon schön hier, muss ich sagen. Mir gefällt es schon gut hier. So in etwa hätte ich mir auch gerne Gothic 3 vorgestellt. Ehrlich gesagt. Jo. Mhm. Auf jeden Fall funktionierend. Hallo Annika. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Ich habe bei Sonja für dich bezahlt. Na gut. Wo gehen wir jetzt hin? Zu dir oder zu dir? Och mei. Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. Die Stadtwache Dick will dich gerne kennenlernen. So, so. Er schickt wohl dich, weil er selbst zu feige ist, was? Schon gut. Wo ist dieser Dick? Er hält Wache bei der Zelle am Hafenkai. Ach ja, den Kerl meinst du. In Ordnung, bin unterwegs. Ich danke dir. Wo ist jetzt dieser Schleppheinz? Ah, da. Schlepp-Harvey, bleib mal kurz stehen. Hallo, Buddy. Ahoi. Ahoi. Wie ist die Lage, Kumpel? Wie ist die Lage? Sieht nicht gut aus. Kein Ende der Stürme in Sicht. Du bist ein Seemann? Ei, Fischer, um genau zu sein. Aber bei den Stürmen fahre ich nicht raus. Jetzt schleppe ich Kisten. Viel kriege ich zwar nicht dafür, aber Carrasco lässt schon mal eine Wurst oder ein paar Goldstücke springen. Na, wenigstens musst du nicht verhungern. Du besitzt Artefakte? Du besitzt Artefakte. Lass mich raten. Lucor hat dich geschickt. Aber ich sage dir was. Ich habe es satt, für Lucor die Drecksarbeit zu machen, während er sich den Gewinn einsackt. Aber dieses Mal nicht. Ich will eine ordentliche Bezahlung, sonst kannst du dich gleich wieder verpissen. 200 Goldstücke will ich haben. Bist du narrisch? Muss ich dich erst verprügeln? In Ordnung. Ich kauf deine Rüstungsplatte. Boah, ey. Habe ich so viel? In Ordnung. Ich kauf deine Rüstungsplatten. Ich habe sie nicht bei mir. Hinter dem Lagerhaus. Die Treppe rauf ist eine Kammer. Die Rüstungsplatten liegen dort in einer Seemannskiste. Hier ist der Schlüssel. Danke. Taschendiebstahl? Hey, kennst du einen guten Witz? Ja klar, pass auf. Drei Nutten sitzen am Hafen. Eine Blonde, eine Brünette und ein Rotschopf. Sagt die Blonde zu der Brünetten? Den kenne ich schon. Na gut, dann gehen wir zu ihm rauf. Daram, 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 daram. Tap, da, tap, 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 tap. Ich hoffe, er freut sich. Der Kauz hier. Hallöchen, Dick. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Das Freudenmädchen Annika wird sich um dich kümmern. Ah, das ist gut. Endlich mal was los hier auf diesem beschissenen Posten. So, nun zu dir, Kumpel. Komm mit nach hinten. Dort sieht uns keiner. Wenn Annika da ist, kriegst du den Zellenschlüssel. Na toll. Was ist, wenn gerade von da oben jemand mit dem Fernrohr hierher schaut, ha? Was ist dann? Und jetzt? Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel? Was ist jetzt mit dem Zellenschlüssel?
Gut, hier hast du ihn. Aber wenn ich wegen dir Ärger kriege, wirst du das bereuen. Schon klar. Und? Alles in Ordnung? Und? Alles in Ordnung? Der Letzte, der versucht hat, dir was zu klauen, hat ordentlich Prügel kassiert. Also halt deine Finger bei dir. Ich nehme das hier lieber. Ich hoffe, es hat hingehauen. Reden. Mir geht's gut. Immer nur reden. Und dir? Gott sei Dank, ihr geht's gut. Das heißt, er ist nicht grob zu ihr. Passt, das freut mich. Wir tun hier jetzt auf der Stelle speichern. Das lief alles zusammen wirklich ganz, ganz hervorragend. Und ganz, ganz gut. Warte, ich mache hier. Ja, und fortsetzen. Sesam, öffne dich. Schau, wie gut das geht. Hallo, Herr Captain Romanov. Ha! Wen schicken Sie mir denn jetzt? Einen Laufburschen? Ich gebe dir einen guten Rat, Junge. Es ist besser für dich, wenn du es gar nicht versuchst, mich nach meinem Gold zu fragen. Na super. Wo ist dein Gold? Nein, Spaß. Du bist Pirat? Du bist Pirat. Mein Name ist Ivan Michail Nikolai Igor Romanov. Für dich einfach nur Kapitän Romanov. Ruski. Ich bin mir sicher, du hast schon von mir gehört. Viele Geschichten werden über mich erzählt. Viele finstere Geschichten. Und glaub mir, egal was du gehört hast, sie sind alle gelogen. Oh, ach so, du bist dann ein lieber Pirat oder was? Heißt das, du bist kein Pirat? Heißt das, du bist kein Pirat? Das heißt, dass die Maulhelden da draußen keinen Schimmer davon haben, was ich wirklich getan habe, Junge. Romanov ist ein Mörder, sagen sie. Er ist ein Verbrecher. Er ist ein Dieb, sagen sie. Ha! Sollen sie alle im Vulkanfeuer schmoren? Ich habe ganze Städte vor heranrollenden Armeen beschützt. Ich habe den heiligen Tuk des Harlan aus dem Palast von Kroazin befreit. Ich habe einen Rottwurm getötet. Mit meinen bloßen Händen. So, und nun sag mir, dass dir das irgendjemand erzählt hat. Nein. Ha! Aber so ist es gewesen. Du bist über das Meer gekommen. Ja, Pirat halt, ne? Meistens gehen die übers Meer, nicht übers Land. Du bist über das Meer gekommen? Allerdings. Wer von den braven Bürgern weiß denn schon, was auf den Meeren da draußen wirklich passiert? Alle reden von der Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel. Ha! Aber das ist nur ein Witz. Ich sage dir, es wird noch viel schlimmer kommen. Ein Sturm ist im Anmarsch. Ich habe es selbst gesehen. Ein Sturm, den niemand aufhalten kann. Nicht einmal dieser eingebildete Inquisitor mit seiner weißen Armee. Das ist aber schlecht. Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Wie kann das denn sein? Du scheinst den Inquisitor nicht zu mögen. Ha! Was denkst du, wer mich hier eingebuchtet hat, du Schlaumeier? Aber eins kann ich dir sagen. Wenn ich hier wieder rauskomme, kann er was erleben. Mhm. Wie lange sitzt du hier schon? Wie lange sitzt du hier schon? Einige Tage. Die Schweine wollen mich weichkochen. Ha! Da können sie lange warten. Ich werde ihnen niemals verraten, wo ich mein Gold versteckt habe. Ha, ha, ha. Redest du vielleicht im Schlaf? die Tür ist offen. Du bist frei. Na, warte mal. Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Du erwähntest gerade dein Gold. Machen mal mit Patty und so, ne? Die Kneipenwirtin Patty sucht ihren Vater. Patty? Patty Stahlbart? Dieses Teufelsweib ist alles, nur keine Kneipenwirtin. Ihr Vater ist einer der größten Piraten diesseits der Meere. Kapitän Gregorius Stahlbart. Dieser Hund hat mir nicht nur einmal das Leben zur Hölle gemacht. Das kann ich dir flüstern. Weiß der Henker, wo sich der alte Halsabschneider herumtreibt. Aber sollte ich ihm nochmal begegnen, wird sein letztes Stündlein schlagen. Wenn ich du wäre, würde ich um dieses Miststück von Piratentochter einen großen Bogen machen, Junge. Solche Weiber bedeuten nichts als Ärger. Ha! Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Boah, bist du freundlich. Interessant. Jetzt hast du unser Interesse geweckt, ne? Solche Teufelsweiber, die brauchen wir unbedingt. Die Tür ist offen, du bist frei? Nein. Du erwähntest gerade dein Gold? Du erwähntest gerade dein Gold. Ich hab dir gesagt, dass du mich nicht danach fragen sollst. Ja, richtig. Ich erinnere mich. Dann halte dich daran. Sonst wird es dir schlechter gehen. Wo ist dein Gold? Nein. Die Tür ist offen, du bist frei. Die Tür ist offen, du bist frei. Meinst du etwa, diese marode Tür dort hätte mich daran hindern können, hier rauszukommen?
Glaubst du das? Mhm. Da kennst du mich aber schlecht, mein Junge. Wenn ich gewollt hätte, wäre ich schon über alle Meere. Warum fliehst du da nicht? Warum fliehst du nicht? Ich habe hier in dieser Stadt noch was zu erledigen. Eines Tages werden die Weißen im Dreck liegen und die Stadt wird wieder Don Esteban gehören. Ich werde mir ein großes Stück aus dem Kuchen herausschneiden, wenn es soweit ist. Ich werde erst mal hier bleiben und auf meine Chance warten. Du willst Don Esteban unterstützen? Du willst Don Esteban unterstützen? Ich kenne Esteban schon seit langer Zeit. Er ist der wahre Herr dieser Insel. Ich habe die Zusammenarbeit mit ihm nie bereut. Gemeinsam haben wir immer fette Beute gemacht. Ich habe nicht vor, das zu ändern. Auch du wärst gut beraten, wenn du dich für die richtige Seite entscheidest, mein Junge. Ein bisschen windig in... Was? Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Ein bisschen windig in deiner Zelle hier. Wind macht einem wahren Seemann nichts aus. Doch dieser elende Gestank in diesem Loch macht mich doch wahnsinnig. Hör zu, mein Junge. Ich trage schon seit 30 Tagen dieses stinkige Schwitzhemd an meinem Leibe. Meine Kleidung ist mittlerweile so speckig und dreckig, dass ich sie in die Ecke stellen könnte. Oben im Lagerhaus am Hafenkai steht meine alte Seemannskiste. Ich habe darin eine Schatulle mit meinen Klamotten eingelagert. Wenn du mir die hierher bringen könntest, würde ich ein paar Münzen dafür springen lassen. Was meinst du? Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Abgemacht. Ich werde dir deine Schatulle bringen. Braver Junge. Hier hast du den Schlüssel zu meiner Seemannskiste. Sie steht im obersten Stockwerk des Lagerhauses am Hafenkai. Ist nicht leicht zu erreichen, aber ein schlauer Kerl wie du wird sie schon finden, was? Ja. Aber beeil dich. Und vor allem komm sofort wieder zu mir und lass niemanden an meine Schatulle, klar? Ja, sind wohl recht wertvoll, die Hemden in deiner Schatulle, was? Lass das quatschen. Beweg dich. Ob da vielleicht sein Gold drinnen ist? Stuhl, Bett und so weiter. Na gut. Wir sind hier dann mal fertig. Ich hoffe, dass er da hinten noch beschäftigt ist, damit wir mit dem Romanov noch ein bisschen quatschen reden, können. Reden. Alle wollen immer mir geht's nur reden. Gut. Und dir? Passt schon. Alles gut. Mir geht's auch prima. Danke, Annika. Ja. Also gut. Wir haben jetzt einige Aufträge wieder. Wir werden als erstes zu unserer Betty zurückgehen. Dann werden wir schauen, es wird, glaube ich, eh schon wieder Abend. Ich hoffe halt, dass wir das ein bisschen beschleunigen. Und dann werden wir schauen, dass wir hier in dieses Lagerhäuschen hier einbrechen können. Da gab es aus meiner Sicht, glaube ich, wieder einen Schmäh. Wie man da leichter rein konnte. Jedenfalls hier, für dich einmal. Na, warte, für dich ist noch nichts. Na, das passt schon, der will sonst nichts mehr haben. Ich dachte, man könnte nochmal mit ihm quatschen. Wegen dem Buddy da hinten. Aber nee. Liebe Betty, mit dir können wir auch nicht quatschen. Okay, dann müssen wir doch zuerst die dumme Kiste holen. Mhm. Okay. Schlafen gehen. Ja, hilft nichts, müssen wir rauf zu unserem Häuschen, Hütchen, wie auch immer. Gehen wir mal, können wir mit dir noch quatschen? Hallo? Nö. Also quatschen schon, aber nichts Spezielleres. Gut, dann gehen wir mal wieder pennen. Ja, bis Mitternacht pennen. Es muss dunkel sein. Dann gehen wir wieder runter. Und hoffen das Beste. Da müsst ihr mal. Na, da geht's jetzt runter. Passt schon. Das war da weiter vorne, stimmt. La 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 la. Alle hopp. Juhu. Und Rolli. Jawohl. So, wir brechen jetzt, wenn's gut geht, ins Lagerhaus ein. Ich habe da eine Zeit lang gebraucht, bis ich gewusst habe, wie das geht. Ich habe es mit Sicherheit verkehrt gemacht, aber irgendwie hat es hingehauen. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. So, fortsetzen. Irgendwie hat das dann doch hingehauen. Ich darf nur kein Gebäude, glaube ich, betreten.
Ich hoffe, dass es hier so übers Dach geht. Ja, Gott sei Dank. So. Dann hier runter. Abrollen. Dann hier rüber. Und ab hier ist langsam. Wir werden das jetzt ganz schnell speichern. Noch einmal. Fortsetzen. Und schleichen. Da haben wir schon die ersten Truhen. Hier ist mal die eine. Wir haben hier Illusion erschaffen und ein bisschen Goldmünzen, also 65, um genau zu sein. Look, look. Da haben wir hier einen Schrank mit einem Messer und am Kas. Einem Kas. Ein Stück Käse. Hier haben wir schon Romanovs Truhe. Mit 174 Goldmünzen. Bestonarisch. Seine geliebte Schatulle, ein Wolfsfell und ein Knochen. Wieso lagert er da bitte einen Knochen ein? Naja, vielleicht dient er ihm als Zahnstocher, keine Ahnung. So, hier jedenfalls geht's weiter. Mit Wolfsfell, Trank und ein paar Bolzen. Hier haben wir noch eine Truhe. Aha. Verflixt. Und nochmal von vorne. Geschafft. Jawohl. Wir haben hier Kerzenleuchter, Lichtzauber und einen Heiltrank. Perfekt. Psst, wieder leise. Schön schleichen. Da dürften wir, glaube ich, fertig sein, ne? Ja, gut. Gut. Gut, 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 gut. Leise. Leise. Ich glaube, wir sind hier fertig. So. Über die Dächer verschwinden wir wieder. Beziehungsweise, ich glaube, man konnte auch hier noch rein. Ja. Was ich ja wieder speichern werde. Sonst kriegen wir zum Schluss noch eine auf die Gorosch und das will ich nicht. So. Also, leise. Krieger. Leise. Leise. Bitte nicht niesen. Das hören sie nämlich. So. Und auch nicht husten. Und nochmal. So. Der Dietrich ist abgebrochen. Geht doch. Witz erzählen, Trank und ein kleiner Mahatrank. Hat er gerade was geknurrt? Oh, scheiße. Wir dürfen uns auf keinen Fall verklicken. Jetzt habe ich natürlich die Kombi vergessen, ne? Super. Ach, Scheißendreck. Das Geklicke hört er nämlich, wenn der Dietrich abbricht. Und das ist nicht gut. Also nochmal ganz leise dorthin schleichen. Da oben kommt man, glaube ich, auch irgendwie hin. Also nochmal leise. Ich versemmel sicher wieder. Ach, ja. Und nochmal. Geschafft. Ich hoffe, das hat hingehauen. Hat hingehauen, ja. So. Ich gehe nochmal mit Absicht dahin. Für die andere Seite, glaube ich, kriegen wir nicht so leicht hin. Weil der uns sehen wird. So. Ich probiere es aber trotzdem. Ja, ich probiere es. Ich bin konzentriert. Ich glaube, es hat hingehauen. Käse und eine Flasche. Schleiche, 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 schleiche. Super. Hat hingehauen. Prima. Yeah. Supi, supi. Perfekt. So, jetzt können wir normalerweise da... Hui! Der Deichsel. So, ja. Wir können eigentlich auch uns hier reinschleichen. Da gibt es nämlich auch ein paar Sachen zum Stibitzen. Probieren wir gleich mal, ob das klappt. Fortfahren. Nein. Typen wie... Halt! Was? Was ist los? Das Lagerhaus untersteht dem Orden. Und? Und ich habe schon mehr als genug Ärger mit Typen wie dir.
Kriege ich mit, dass du dich drin rumtreibst, hau ich dir aufs Maul. Was? Also was hast du denn für Ärger, bitte? Was hast du für Ärger? Der Schmuggel mit den Artefakten. Es ist schon schlimm genug, dass sie aus den Ruinen gestohlen und in die Stadt gebracht werden. Aber dazu kommt noch, dass auch das Lagerhaus nicht sicher vor Diebstählen ist. Alles, was wir einsammeln, versuchen die Banditen uns wieder abzunehmen. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Ich brauche jemanden, der sich um die Goldschalen kümmert. Außerdem will ich, dass die Rüstungsplatten wieder zurückgebracht werden. Okay, reden wir mal über meine Belohnung. Oh Gott, wie gemein. Nein, woher kommen diese Goldschalen? Woher kommen die Goldschalen? Irgendjemand hat eine verbotene Ausgrabung an einem der alten Tempel vor der Stadt veranlasst und 3 große Goldschalen dabei erbeutet. Seitdem versucht dieser jemand, die Goldschalen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Verdammt nochmal, wann kapieren diese Idioten endlich, dass es zwecklos ist? Früher oder später werden wir sowieso alle Artefakte erwischen. Na, glaube ich nicht. Reden wir mal über meine Belohnung. Warte mal noch. Ich werde die 3 Goldschalen für dich auftreiben. Ich werde die 3 Goldschalen für dich auftreiben. Das würde mir gefallen. Doch bei dem ganzen korrupten Pack hier in der Stadt wird das keine einfache Sache. Die Banditen werden genauso hinter den Schalen her sein wie wir. Also riskiere nicht zu viel, wenn dir deine Haut lieb ist. Okay. Reden wir mal über meine Belohnung. Es geht dir ums Gold? In dieser Stadt gibt es anscheinend keinen Mann mehr mit Idealen. In dieser Stadt gibt es auch anscheinend nichts umsonst. Also gut, wenn du mir hilfst, kannst du deine Belohnung selbst wählen. Das ist super. Wegen der Rüstungsplatte. Ich habe schon von den Rüstungsplatten gehört. Es hat sich also inzwischen rumgesprochen. Das ist kein gutes Zeichen. Es ist höchste Zeit, dass etwas dagegen unternommen wird. Lukor steckt hinter der Sache. Sprich mit ihm und finde raus, wo die 5 Platten sind. Okay. Ich besorge dir die Platten. Lukas sucht ebenfalls nach den Platten. Boah, soll man das petzen? Warte mal. Speichern wir. Ich will da nichts verhauen. Jo. Fortsetzen. Halt. Wo gehst du denn hin? Warte mal. Ich besorge dir die 5. Nein, zuerst das untere. Lukor sucht ebenfalls nach den Rüstungsplatten. So? Dann sorg dafür, dass er sie nicht bekommt. Okay. Sie gehören dem Orden. Also bring sie mir. Dann besorge ich sie dir mal. Ich besorge dir die 5 Rüstungsplatten. Gut, aber sei vorsichtig. Freiwillig wird dieser Bandit sie bestimmt nicht hergeben. Nein. Ich glaube schon, dass es hier einen Weg gegeben hätte. Warte, ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal auf dem Weg da oben oder so. Geht das nicht auch? Komme ich nicht auf beim Klohäuschen da hoch? Ach komm schon. Komm, ha? Na, nicht? Nein, will er nicht. Dann müssen wir eben nochmal den Umweg gehen. Da oben droben. Hallo. Servus. Grüß euch. Dann gehen wir halt nochmal hier rauf, in Gottes Namen, so hoch und nochmal. Jawohl. Dann will ich nochmal von da oben runter zu gelangen. Wow. Hui. So. Im Schleichmodus. Mit nochmal speichern wäre vielleicht gar nicht so blöd. Fortsetzen. So. Na, schleichen. Es geht hier sicher irgendwie runter. Das ist die Frage, wenn ich ganz normal so runterpurzel, ob man mich hört. Aber ich glaube, es ging gut. Er hat da nichts mitbekommen. Gut, dann nehmen wir hier mal die Truhe mit. Na, die hier. Fackel, Fläschchen und Goldmünzen nehmen wir gerne mit. Auch den Schrank. Inhalt nehmen wir gern mit. Hier haben wir einen Wein, eine Flasche und ein kleiner Mana-Trank. So, schleichi, schleichi. Ich glaube, da unten gab es auch noch was. Aber zuerst daher nach hinten. Ja, ja, ja. Mir ist immer noch ein Rätsel, wie sie die Sachen darauf gebracht haben, ohne eine Leiter. Jawohl, hier haben wir auch was. Hier haben wir
Eisenerzbrocken, ein Heilkraut und ein kleiner Mana-Trank. Das lief ja schon super. Huch, hoppla. Warte, ich werde das Spiel jetzt nochmal speichern. Auf, ich würde sagen, hierhin. Jo. Gut. Fortsetzen. So, das ging schon echt super. Jetzt müssen wir halt die Treppe runter. Oh, er hat mich entdeckt. Mist. Das war jetzt natürlich nicht super. Welcher war das jetzt, dass ich mich nicht verdrücke? Der, glaube ich. Mist. Ach, Käse. Käse. Mist. Da darf ich nicht speichern. Nochmal von vorne, Entschuldigung. Nehmen wir gleich alles. Auch hier wird alles genommen. Da drüben muss ich halt ganz leise sein, auch alles im Schleichmodus. Und dann schleichen wir uns da runter und dann hoffe ich mal, dass wir das Artefakt, also das Rüstungsteil, Artefakt ist falsch, das Rüstungsteil noch kriegen. Schön schleichen, schleichen, alles nehmen. Schön leise. So, jetzt müsste es geklappt haben. Ich hoffe es. Noch kommt hier keiner reingestürmt. Das heißt, es hat geklappt. So, ja. Da seht ihr, da sind noch zwei Truhen. Da, 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 da. Dort die erste. Wir haben hier eine Nautilus-Verwandlung und eine Goldmünze. Alles nehmen. Auch hier. Einmal Grog, einmal kleiner Heiltrank und ein rostiges Schwert. Ein rostiges Schwert. So, jetzt kommt ein bisschen das Schwierige, dass der Depp uns dann jetzt sieht. Pfeil, Knüppel aus dem Sack und ein paar Goldmünzen. Und der hat uns entdeckt. Los. Jawohl. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Ja. Jetzt ist eben der Topfen. Wie komme ich da jetzt rauf? Da drüben vielleicht. Hey, was hast du vor? Nix. Na, klappt so nicht. Typen wie dich will ich hier nie wieder sehen. Ja, ist schon gut. Ah, da komme ich so nicht drauf. Na, es ist zu hoch. Schade. In der einen Truhe wäre es wahrscheinlich schon gewesen. Mist. Trotzdem. Durch das mal speichern. Ach, wie kriege ich den dazu, dass der da abhaut? Oder ich probiere es hier nochmal. Kommt jemand? Nein. Mal schauen, was wir hier finden. Knochen, rostiges Schwert und ein paar Goldmünzen. Das war's. Mehr nicht. Mehr nicht. Sehr mager. Scheißendreck. Ah, so geht's. Okay. So geht's. Na dann. Na super. Und nochmal ja. Von vorne. Ach, super. Und nochmal. Geschafft. Jawohl. Und was haben wir hier? Zähne, Wolfsfell, Spitzhacke und eine Fackel. Ja, sag einmal, was sollten denn dann das Rüstungsteil sein? Hier gibt's ja sonst nichts mehr zum Stibitzen.
Muss dann woanders sein. Achso, da drin wird es sowieso nicht sein, glaube ich. Das war jetzt eh nur eigentlich Romanows Geschichte. Also Zeugs. Bravo, da wäre es ein Bettchen nicht schlecht. Zum Hell machen, also zum Licht machen. Gehen wir halt nochmal pennen. Schlimm ist das. Dann gehen wir zum Romanow. Geben ihm seine geliebte Schatulle. Und dann schauen wir weiter. Ja. So machen wir das. Aber zuerst müssen wir mal Licht machen. Hui ja. Alle hopp, alle hopp, alle hopp, 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 la la la, la la la. Und gutes Nächtle. Lief ja gar nicht so schlecht. Bis zum nächsten Morgen, Pen. So erzählen wir wieder was. Oh yeah. Und weiter geht's. Da da dam da 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 dam da da dam da 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 dam da da dam. Hui! Alle hopp. Na na, okay, dann gehst du halt rundherum. Rundherum, rundherum. So ja. Ah, da ist noch was. Schau mal. Eine Heilwurzel und eine Heilpflanze. Da da dam bam bam. Ba-ba-dam. Bam 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 bam. Alle hopp, alle hopp, alle hopp, 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 jawohl, ja. So, ja. Hallo, Herr Romanow. Hier, bitteschön, deine Schatulle. Hier, hast du deine Schatulle. Du hast sie gefunden? Ja. Hat dich jemand gesehen, wie du sie geholt hast? Nein. Niemand Wichtiges jedenfalls. Na gut. Dann werde ich dir jetzt verraten, was du mir da eigentlich gebracht hast. Gerne. Lass mich raten. In der Schatulle ist dein Gold, das du von Don Esteban bekommen hast. Das Gold, das die Weißen suchen und weswegen sie dich hier festhalten? Wer hat dir das verraten, du Bengel? Lag auf der Hand. Du willst mir also damit sagen, du wusstest, dass ich dich geschickt habe, um mein Gold zu holen? Könnte man sagen. Das ist ja ein Ding. Ha! Gut gemacht, mein Junge. Das zeigt, dass ich mich auf dich verlassen kann. Das stimmt mich äußerst großzügig. Ich gebe dir einen Teil der Beute ab. 300 Gold. Was sagst du dazu? Ich nehm's gern. Gut. Abgemacht. Danke. Was ist nun? Was nun? Ist was? Nix. Gut. Patty will jetzt eigentlich nur noch aus der Stadt verschwinden. Wem können wir jetzt noch helfen? Was war noch, war nicht noch irgendwas mit diesem Sid? Mit dir noch was quatschen? Und? Was ist jetzt mit dem Gold von Romanow? Hast du schon was gefunden? Naja. Hätte ich mir denken können. Die Aufgabe war offensichtlich zu schwer für dich. Geh jetzt! Ich hab zu tun! Ich glaube, der hat mir gerade ins Auge gespuckt. Bam, bam. Mit dir sind wir ja auch fertig, ne? Müsste passen. Da drüben müssen wir jetzt auch fertig sein. Ui. Es wäre halt nicht schlecht, diesen geheimen Gang hier zu finden, ne? Der uns raus aus der Stadt führt. Warte mal. Ist nicht noch was mit Sid zu klären? Hallo, Sid. Was guckst du so? Okay, nö. Nee, nee. Hoppla. Ich weiß nur noch, dass dieser besondere Gang bei Sonja ist. Jetzt könnte es natürlich sein, dass wir für diese Info zahlen müssen. Oder wirklich eine Nacht mit einem Mädel hier verbringen sollen. Ja, jedenfalls, hi Sonja. Ich brauche Infos. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Erzähl mir etwas über die Bande des Don. Was genau wollen die Weißen hier? Wer zählt zu den einflussreichsten Leuten in der Stadt? Bei wem kann ich hier was lernen? Ah, okay. Naja, probieren wir das mit Don. Erzähl mir was über die Banditen des Don. Nein, 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 so läuft das nicht, Schätzchen. Das ist doch keine Frage. Ich sagte, du stellst eine Frage und ich gebe die Antwort, wenn ich kann, klar? Also, hier hast du dein Gold zurück. Versuch's nochmal. Na gut. Wie groß ist der Einfluss des Don in der Stadt? Na gut. Wie groß ist der Einfluss des Dons in dieser Stadt?
Tja, im Moment ist das noch unklar. Aber ich bin mir sicher, dass es sich bald entscheiden wird, wer die wahren Herren der Hafenstadt sind. Die Weißen oder die Leute des Don. Was genau wollen die Weißen hier in der Stadt? Soviel ich weiß, sind sie heiß auf goldene Artefakte, Schätzchen. Was sie damit machen, weiß ich nicht. Aber alles, was ihnen hier in der Stadt in die Finger gerät, wird hoch in die Vulkanfestung gebracht. Warum sind so viele goldene Artefakte in der Stadt? Die Bauern und einfachen Leute haben sie von draußen hergebracht. Als diese merkwürdigen Tempel aus dem Boden kamen, fand man sie fast überall auf der Insel. Eine Zeit lang wurde mit den Dingern sogar gehandelt. Doch heute sollte man besser die Finger davon lassen, wenn man keinen Ärger mit den Weißen haben will. Der Artefaktschmuggel wird aufs Härteste bestraft. Wer zählt zu den einflussreichsten Bürgern der Stadt? Hier gibt es viele, die was zu sagen haben wollen. Aber der Einzige, der die Fäden hier in der Hand hält, ist Kommandant Carlos. Er ist die meiste Zeit im Wachhaus, oberhalb des Händlerviertels. Du wärst gut beraten, dich an seine weißen Ordenskrieger hier in der Stadt zu halten. Bei wem kann ich hier was lernen? Ich glaube, Cole oben in der Gosse ist ein Jäger. Er kennt sich mit dem Bogen aus. Tja, und ansonsten fällt mir gerade niemand ein. Super. Ende im Gelände. Na gut, dann müsste ich mal einfach, schlau wie ich bin. Wer bist denn du? Ach so, ein Schiffsoffizier. Die Olga, die wilde Olga haben wir da. Ich weiß, dass der Geheimgang da hinten ist. Den muss man allerdings sich verdienen. Hallo. Da. Vielleicht. Was denn? Nein. Ich dachte nur, vielleicht kann sie uns da noch helfen. Gut. Dann muss ich wieder mal in die Questlog schauen. So, Betty will die Stadt verlassen, ja. Alle guten Dinge sind drei. Die Goldschalen, stimmt, die zweite kann ich mal kaufen. Hafenstadt, die Rüstungsplatten, die müsste ich auch noch machen. Da muss ich mit dem Luko reden, das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Finde die drei Goldschalen, die Rüstungsplatten, Checks Truhe. Okay, warte, die sind hier, okay. Ich werde noch schnell mit Luko reden, der ist eh da vorne. Luko. Hüpfen Sie mal ein bisschen schneller, witzigerweise. Ja. Hallo. Carrasco will die Rüstungsplatten zurück. Natürlich will er das, aber er zahlt ja nicht das, was ich dir zahle. Also vergiss Carrasco und bring mir, was ich haben will. Das ist alles. Super. Ah, warte, da war noch irgendwas mit einer Zimmertür, ne? Schlüssel und Zimmertür, warte, war das nicht da oben? Hallo? War das denn nicht hier? Das Schloss ist zu schwierig für mich. Nein. Verdammt. Jetzt muss ich den Schmarrn suchen gehen. Wo hatte der Kerl jetzt schnell gesagt, wo ist sein Zimmer? Es muss hier irgendwie seitlich hochgehen, ne? Hat er gemeint. Und dort wäre sein Zimmerchen. Warte mal. Werden wir schon finden. Keine Frage. Irgendwo ist es sicher. Verflixt. Ich dachte, das eine Zimmer da wäre es gewesen. Das da ist es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall mit einer Treppe rauf, hat er gemeint, ne?
da fällt mir noch da drüben eines ein. Da. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Das wird nämlich nicht stimmen, glaube ich, ne? Was hätten wir hier? Ist wurscht, ich nehme trotzdem alles mit. So, und hier? Na, komm. Oder war das keine? Aha, das war gar keine. Wildschweinfell. Herrschaftszeiten, wo ist denn jetzt seins? Haben wir jetzt... Ich muss mal ins Inventar schauen. Gibt's ja nicht... Haben wir nicht den Schlüssel von ihm da bekommen? Da, Buddy. Gehört Buddy. Freilich, haben wir gekriegt. Ich bin nur wieder mal bei der falschen Tür. Wo ich schon mal da bin. Ah, da oben könnt's. Na, das wird sein Haus sein, ne? Das wird auch nicht Buddys Haus sein. Na, um Gottes Willen, das hat mal eine Tür. Kacke. Naja, werden wir schon anfinden. Keine Frage. Hier. Du hast ein Artefakt, gib mir's bitte. Okay, ich kaufe also dir die Goldschale ab. Alles klar, hier hast du sie. Pass aber bloß auf, wem du sie zeigst. Sie ist sehr begehrt. Ich hörte, dass die Jungs vom Don ganz wild auf das Ding sind. Okay. Will was trinken? Na, die dritte, meine ich, hat seinen Bruder normalerweise. Das Schloss ist zu schwierig. Nein, für mich. Das ist auch nicht richtig. Gut. Wer warst du jetzt? Du warst der Cole, ne? Da braucht man nichts. Da braucht man nichts. Da haben wir alles gekauft. Basta, bin ich hier fertig. Wie geht's dir jetzt eigentlich? Reden, reden. Alle wollen immer nur reden. Ja, ich rede schon nichts mehr mit dir. Du grauberter Besen. Dann haben wir hier noch eins. Das muss ich jetzt irgendwo zu finden. Aha. Huch, Entschuldigung. Ich bin aus Versehen einen Schritt zu weit rein. Lieber Bud, da gibt es fast keine Türen mehr. Mit einem Schloss. Dass das nicht passt. Ich habe echt gedacht, das wäre das hier. Also das da. Das Schloss ist zu schwierig. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Da haben wir es. Es ist nicht eine Tür, es ist eine Truhe. Ich depp. Und was haben wir da? Eine Rüstungsplatte. So, ich bin so. Zwei sogar. Jetzt fehlt uns nur noch eine. Waren das jetzt echt zwei? Waren das jetzt wirklich zwei? Beutel. Oh. Den können wir auch mal aufmachen. Müssen die nicht hier drinnen sein, die Rüstungsplatten? Hallo? Schaut nicht aus. Knochen können wir haben, ja. Die sind hier. Ich habe jetzt mit schlauer Weise nicht mitgeschaut. Müsst doch hier dabei sein, oder? Da, 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 da. Fünf! Ja, wir haben alle fünf. Supi. Hahaha. Gut. Passt. Voll verzählt. Da wird sich der Typ jetzt aber freuen. Schau mal. Hier sind deine Rüstungsplatten. Hier sind deine Rüstungsplatten. Sehr gut. Ich hoffe, du hattest nicht zu große Probleme, die Leute zu bereden. Hier ist dein Gold. Und deine 150 extra. Wie abgemacht. Hier, nimm das Gold. Danke. Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wo ist euer Anführer hier in der Stadt? Wir haben hinten in Sonjas Bordell einen alten Lagerraum. Dort wirst du ihn finden. Verstehe. Perfekt. Super. Super, 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 super. Warte mal ganz kurz. Nanu? Ich wollte... Na, Depp, da. Nein, nicht da. Ich will... Geht's nicht?
Doch hier, ich depp. 50. Immer noch 50 Lernpunkte. Oder wieder. Stärke. Brauchen wir im Moment nicht wirklich. Sollen wir es in Schwertkampf investieren? Will ich ehrlich gesagt nicht. Nicht solange wir die ersten Sachen hier erlernt haben, überall. Also Erzschürfen ist noch so eine Sache. Das wäre mir noch lieb. Hallöchen Sonja, muss ich dir da Bescheid geben? Nein. Gut. Also hier. Hier irgendwo. Sollte es einen Schalter geben. Oder zumindest, also die Tür hier sollte sich öffnen. Mir geht's gut. Und dir? Eigentlich auch. Ach, Käse. Wo ist denn jetzt der schon wieder? Warte, war hier irgendwo eine Fackel oder so? Nur die hier. Und die ist sicher kein Schalter. Vielleicht muss ich doch mit der Sonja reden. Oder ist es hier irgendwo und dann drüben weiter? Ein Schrank? Ein Bettchen? Nö. Ich glaube, ich brauche doch wieder mal Hilfe. Hallo, Sonja. Infos. Ich brauche Informationen. Was willst du wissen, Süßer? Da. Wo finde ich den Banditenhauptmann der Stadt? Wo finde ich den Banditenhauptmann der Stadt? Seine Jungs haben mich zu ihm geschickt. Wenn das so ist, Skordo sitzt hinten im Lagerraum. Im Waschraum gibt es einen geheimen Schalter hinter einem Bild an der Wand. Die Geheimtür, die er öffnet, wird dich zu ihm führen. Ah ja, danke. Wie ist im Moment die Lage der Stadt? Wie ist im Moment die Lage in der Stadt? Die Banditen des Don übernehmen die Stadt. Das ist gut fürs Geschäft, aber wer weiß, wie lange sich die Weißen das gefallen lassen. Wenn es kracht, ziehen wir am besten alle den Kopf ein. Jo, das könnte leicht passieren. Dass es kracht. Also, Bild. Hier ist ein Bild. Da ist auch ein Bild. Vielleicht dann doch das Bild. Hallo? Da hier vielleicht? Da ist doch der Waschraum. Schalter. Hallo, Schalter. Da ist doch überall Bild. Wieso geht denn das nicht? Sie hat doch gesagt, Waschraum. Ist was? Ja, ich suche einen Schalter. Aber der will nicht. Stuhl will, ja, aber... jetzt er wieder. Okay. Passt. So. Da sitzt er auch schon. Hey, hallo. Du! Was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Entspann dich. Ich bin hier, um euch zu unterstützen. Ja. Ist das so? Ja. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu sagen hast. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Mittlerweile schon. Warum sitzt du hier im Lagerraum? Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Woher bekommst du deine Artefakte? Woher bekommst du deine Artefakte? Na, 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 na. Du willst mir doch nicht etwa Ärger machen, oder? Ganz froh sein, dass ich sie dir anbiete. Das sollte dir reichen.
Wohin führt dieser Gang da drüben? Wohin führt dieser Gang da drüben? Das könnte ich dir sagen. Ich müsste dich aber anschließend töten. Das willst du doch nicht, oder? Nein, weil ich dir sonst auf die Fresse hauen würde, ne? Du kannst mir vertrauen. Du kannst mir vertrauen. Ich bin auf eurer Seite. Tatsächlich? Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, der meinen Jungs in der Stadt geholfen hat, oder? Ich schätze, genau der bin ich. Ha! Warum sagst du denn das nicht gleich? Mein lieber Mann, du hast es den Weißen aber ganz schön gezeigt. Ja. Das war gute Arbeit. Ja, nicht schlecht. Wenn du so weitermachst, wirst du es bei uns Banditen noch sehr weit bringen. Ja. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich habe mit den Jungs gesprochen und sie halten dich für einen guten Mann. Nun gut, du hast uns bewiesen, dass du auf unserer Seite bist, Kleiner. Ich denke, ich kann dir mit ruhigem Gewissen von unserem Plan erzählen. Also hör zu, ich leite die Geschäfte des Don in der Stadt, solange er fort ist. Ich halte für ihn Augen und Ohren offen und sorge dafür, dass die Stadt bald wieder uns gehört. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Es heißt, hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Ei, Captain. Ich besorge dir die drei Goldschalen. Ich besorge dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar? Wäre doch schade drum. Du musst dir nicht so das klar betonen. Wo soll ich diese Schalen, also wo sollen die überhaupt sein? Wo sollen diese Goldschalen sein? Ich hörte was von einem Kerl in Pettys Hafenkneipe, der zumindest einen davon verkauft. Aber was da dran ist, weiß ich nicht. Ja, dann ist schon klar, das dritte Teil hat dann der gefangene Bruder, zu dem wir noch nicht hinkommen. Was ist an den Goldschalen so besonders? Was ist an den Goldschalen so Besonderes? Zufällig weiß ich, dass einer der Weißen am Hafenkai ganz wild hinter den Dingern her ist. Er heißt Carrasco. Ha! Was die Weißen interessiert, muss schon äußerst wertvoll sein. Grund genug für mich, einen hohen Preis dafür zu bieten. Gut. Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wir haben einen Tunnel, Kleiner. Er führt direkt vor die Mauern der Hafenstadt. Solange die Weißen den Ausgang des Tunnels nicht entdecken, kommen wir ungesehen rein und wieder raus. Verstehe. Der Don schickt mich. Ich soll ihm berichten, wie die Lage vor Ort ist. Der Don schickt mich. Ich soll ihm berichten, wie die Lage hier vor Ort ist. Tatsächlich? Sollst du das? Ist ja interessant. Du willst mir also weismachen, dass du schon mit Don Esteban im Banditenlager gesprochen hast, ja? Ja, hab ich. So, so. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Die Frage ist, ob du dir leisten kannst, mir nicht zu glauben. Na gut. Du warst also beim Don. Und er will über die Lage in der Hafenstadt unterrichtet werden. Ja? Richtig. Erzähl mir was Neues, Kleiner. Aber wenn ich Zeit dafür habe, werde ich mich darum kümmern. Ach, schön. Wie wollt ihr die Stadt wieder zurückerobern? Wie wollt ihr die Stadt wieder zurückerobern? Lass uns erstmal genug Mittel haben, um sie aus der Stadt zu treiben. Wenn Esteban das Zeichen gibt, werden wir sie angreifen. Und so wie die Dinge liegen, wird's nicht mehr allzu lange dauern. Du, Kleiner, hast entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns hier bald alles unter den Nagel reißen können. Würde einiges dafür geben, die dumme Fresse des Inquisitors zu sehen, wenn er davon erfährt. Ich glaube, er, der wird sauer sein und nicht umschauen. Naja, wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. Ja, gut abgerichtet. Sobald wir den Inquisitor wohl nicht wieder abziehen, denke ich mal, oder? Sobald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen. Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern.
Wenn Sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Was ist als nächstes zu tun? Jemand muss ins Banditenlager gehen und dem Don von der guten Lage hier berichten. Der Don wartet schon ziemlich lange darauf. Ich hoffe, er ist noch nicht allzu ungehalten. Hat leider etwas länger gedauert als geplant. Hey, das wäre doch ein Job für dich! Ja, ich hab's geahnt. Mit dem sind wir da. Ja, klar, du nimmst dieses Paket hier und bringst es ins Banditenlager. Mit den besten Grüßen von Skordo. Der Don wird sich freuen. Tolle Idee. Und was machst du so lange? Ich halte hier die Stellung. Was sonst? Jemand muss hier vor Ort die Lage im Auge behalten. Schön. Im Keller. Kannst du durch Wände schauen oder was? Naja, in Ordnung. Ich übergebe dein Paket dem Don. In Ordnung. Ich übergebe dein Paket dem Don. Sehr gut. Hier hast du es. Und den Schlüssel für die Tür da drüben. Sie führt durch den geheimen Tunnel. Raus aus der Stadt. Lass dich bloß nicht erwischen. Sonst sind wir geliefert. Klar? Und beeil dich. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ja, ja. Oh, oh, ist schon gut. Lass uns handeln. Was hat er denn? Dietriche. Wie viele Dietriche haben wir denn? Warte mal. Wir haben nur noch 6 Stück. Ach, das ist es mir glatt wert. Wow, fast 1000 Goldmünzen auf einmal. Ring der Armbrust Plus, maximal Lebensenergie. Der wäre schön. Sollen wir da 200 ausgeben? Wir haben ja Geld wie Heu. Und dafür kriege ich was zurück. Eine Bratpfanne zum Beispiel. Ein Messer. Die Muscheln müssen wir noch aufmachen. Wo sind denn die Perlen? Die sind normalerweise so nichts wert. Na, Entschuldigung, bin am Mikro angestoßen. Dann Felle und so haben wir auch schon abgegeben. Ne? Boah, 35 Stück. Normalerweise... Das müsste ja passen, dafür haben wir das Fleischpaket bekommen. Wildschweinfell können wir auch alles geben. Die Zähnchen können wir geben. Die Flügel können wir geben. Die Knochen kann er auch haben. Was soll man mit dem Mist? Das kalte Herz. Schale einer Nautilusmuschel. Die scheinen wir ja auch nicht zu brauchen. Gut. Witz erzählen. Na, brauchen wir nicht. Warenkorb handeln. Ja, passt alles. Beenden. Hast du vielleicht einen Stängel für mich? Das wäre echt gemein. Kumpel aus Raum. Gut. Fein. Wir möchten gerne den Ringelein ausrüsten tun. Wo ist er denn? Den Axtring nicht wegschmeißen, nicht, aber wegtun. Und dafür Stärke plus. Wo habe ich denn einen Nikos-Ring? Oh, aber momentan haben wir genug Stärke, ich nehme die Lebensenergie, die ist mir gerade echt lieber. Und auf jeden Fall Schildhammer, das passt, Kleidunghammer passt auch. Ich glaube sogar, wenn wir jetzt dann zum Don, zu unserem lieben Don zurückkehren, dürfen wir schon eine neue Rüstung bekommen, glaube ich. So, auf jeden Fall tue ich da mal speichern, das war jetzt echt schon ein guter Fortschritt. Und ich würde sagen, wir machen heute bis 22.15 Uhr und machen dann für heute mal Schluss. Dann gehen wir nächsten Samstag weiter hier machen tun, würde ich vorschlagen. Dann machen wir hier noch die Truhe auf. Aha. Na also. Wow, mit Anhieb richtig, super, ich glaube ich spinne. Ja, yeah, 2 Erzbrocken, Krautstängel, Mana-Wurzel und ein bisschen ein Gold. Ein paar Goldmünzen eben. So. Was haben wir hier? Einen Schrank. Apfel und ein Fläschchen. Nehmen wir gerne mit. Dann schauen wir noch hier rauf. Ich hoffe, der Schalter bringt uns nicht um. Na, das schaut gut aus. Ein Buchständer. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Weisheit plus. Super. Wir haben hier Nautilus-Verwandlung, ein großer Heiltrank und Amulett der Don-Familie. Man munkelt, Don Esteban hätte es von seiner Mutter geerbt.
Schutz vor Stichwaffen plus 10, nehmen wir alles mit. Was haben wir da? Und nochmal von vorne. Ja. Ach, und nochmal. Der Dietrich ist abgebrochen. Schau. Jawohl. Aber jetzt. Entschuldigung. Fläschchen, kleiner Heiltrank, Pfeile und haufenweise Goldmünzen. Ich glaube, ich weiß, wo wir hier sind, aber ob das jetzt so... Ich glaube, da komme ich noch nicht weiter, ne? Das ist, glaube ich, erst für später. Aber ich glaube, wir sind oberhalb... Oder nicht oberhalb... Ja, wirklich im Gebäude der Weißen, wo eben der eine Typ da gefangen gehalten wird. Der eine Drillingsbruder, ne? Von diesen Artefaktjägern. Aber wichtig ist, dass wir das Amulett von Don Esteban haben. Das brauchte doch auch ein... War das nicht dieser Tommy? Hat der das nicht gebraucht? Ich komme gleich wieder, das will ich noch schnell überprüfen. Hallo, die Damen. Immer schön pflegen. Der Tommy ist jetzt am leichtesten da oben, glaube ich, zu erreichen. Als wenn ich jetzt so... Sei ich eh wurscht. Renn ich halt im Kreis. So, rauf da. La 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 la. Servus. Bald seid ihr nicht mehr da, ihr Schirchen, Ordenskrieger, Watschka. Ja, ja. War der nicht hinter so einem Amulett her? Ach nein. Oder doch? Hallo? Doch, natürlich. Hier ist dieses Esteban-Amulett. Genau, so war das. Hier. Ist dies Estebans Amulett? Mann, du hast es tatsächlich gefunden. Und ich dachte, ich müsste von dem heutigen Tage an Dreck fressen. Danke, Mann. Du hast mir den Arsch gerettet. Die Geschichte bezahle ich dir mit barer Münze zurück. Gerne. Was machst du jetzt? Was wirst du jetzt tun? Ha, ich bleib hier sitzen und gehe Hernandez noch ein wenig auf die Nerven. Okay. Na dann, viel Spaß. Sehr gut. Mal bin ich froh, ihr habt mich richtig erinnert. Bin ich froh, ich bin so froh, ich bin so froh, 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 froh. Ja, bei mir ist doch nicht aller Hopf und Malzen verloren. Soll ich den Schwertkampf trainieren? Ich weiß noch nicht. Ich mach das lieber dann, wenn ich es wirklich brauche. Ich und Jacks Ruhe will ich nicht stehlen. Den Ring, den er da hat, er freut sich so. Der Kerl tut mir ein bisschen leid. Den will ich nicht ausrauben. Echt nur dann, wenn es wirklich sein muss. Aber na, da tut mir leid. Wir gehen auf jeden Fall da hinten raus. Ich glaube, da gab es sogar ein paar Raunzen. Oder vielleicht doch nicht. Eine Tür. Okay, da ist nichts. Ein Schränkelein. Also ein Viech halt. Habe ich mich offensichtlich falsch erinnert. Ein Schränkelein. Und hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Was? Mehr nicht? Oh, armselig, echt. Armselig, wirklich, wirklich armselig. La 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 la
Wir sehen uns bei Sonja. Uff, diese Dame, ne? Puh. Mit der darf man sich's echt nicht verschätzen. Also, verschätzen. Verscherzen. Ja. Ja, komm. Bei Fuß. Ja, komm. Dam, 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 dam. Müssen wir, glaube ich, ruck kurz mal warten, bis die nächste sich hierher bemüht hat. Ach ja. Boah, schönes Wetter, ne? Jetzt eine Liege hier, ne? Und die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Mit einem Cocktail dazu. Das wäre jetzt toll. Aber dafür haben wir keine Zeit. Der Don erwartet uns. So, Schnecke. Bei, ganz ehrlich, Burschen, bei solchen Mädels, ne? Klatscht es denn besser nicht auf den Hintern, das könnte tödlich werden. Das könnte für euch tödlich enden. Also im Spiel hier, ne? Da, da, da. Wie sie auf Anhieb den Weg findet. Frech, ey. Wir mussten für die Info zahlen und die geht einfach mal da so, ne? Ja. Ach, hier lang. Ja, genau. Dann auf jeden Fall muss es da lang gehen, ne? Ja, geh weiter. Ah, da bleibt sie schon stehen. So, jetzt zeig mir mal deinen Tunnel aus der Stadt heraus. Jetzt hast du ihn eh schon zur Hälfte geschafft. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Weg aus der Stadt ist frei. Der Tunnel dort wird dich bis vor die Stadtmauern führen. Da soll noch mal jemand sagen, es gäbe nur noch Pfeifen in dieser Stadt. Du hast mir sehr geholfen, mein kleiner Held. Wenn ich endlich gefunden habe, was ich auf dieser Insel zu finden hoffe, dann werde ich mich dir erkenntlich zeigen. Ich werde mich jetzt erstmal am Strand vor der Stadt verstecken. Nur falls du mich suchen solltest. Bis später. Vielleicht. Bist du dann meine Freundin? Ich hatte noch nie so eine Freundin wie du. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Gut. Gut. Dann haben wir das auch schon geschafft. So. Die macht sich nämlich jetzt schön den Hintern breit und hockt sich wirklich dort unten hin. Da hin. Momentchen. Hier. Da bleibt sie hocken, bis sie mal sich die Mühe macht, nach ihrem Vati weiterzusuchen. Uns soll es nicht stören. Schau, eine Goldmünze. Pfah. Entschuldigung, die habe ich gerade. Ne, und so. Ihr wisst ja, wie der Goldesel das macht. Ne? Ja. Wir werden auf jeden Fall zu Don Esteban zurückgehen. Ich möchte nämlich die Banditenrüstung haben, bevor wir das Waffengut für den, also diese Waffenbeutelchen für den einen Kerl da drinnen in der Stadt sammeln. Ihr wisst ja noch, ne? Diese dämlichen Goblins, nein, nicht Goblins, Gnome waren's, vor allem der Häuptling, da oben, ne? Die haben ja ganz schön reingehauen und wir haben jetzt zwar einen besseren Schild, aber ja, mit unserer Arbeiterkleidung wird es wahrscheinlich wieder so enden, dass ich aufs Maul klicke. Na? Na? Ui, wir dürfen was kochen. Ah, warte. Das Fleisch behalte ich schon mal für den Eintopf auf. Das hätte ich auch kaufen können, ne? Ja. Machen wir die Hähnchenkeulen. Die machen wir mal. Jo. Sieht richtig lecker aus. Hätte ich. Aber dafür braucht man, glaube ich, einen Topf, ne? Damit man diesen Eintopf machen kann, was ja wieder logisch ist. Na gut. Wie schaut's mit der Zeit aus? 2 Minütchen haben wir noch. Jo. Ich würde sagen, wir setzen uns hier zur Patty. Genießen den Ausblick auf das Meer wieder mal. Ist eh schon. Wann waren wir hier das letzte Mal? Vor einer Woche? Vor 2 Wochen? Wo wir diesen Ausblick genießen durften. Und ich würde meinen, ich würde sagen, wir machen dann am nächsten Samstag frisch, fröhlich, munter weiter. Werden uns zurück zu Don Esteban begeben. In der Hoffnung, dass wir seiner Bande beitreten dürfen. Vielleicht kriegen wir auch schon unsere erste Banditenrüstung. Und dann gehen wir bei passender Gelegenheit auch das Waffengut suchen. Diese Beutelchen eben, wo wir schon 2 Stück, glaube ich, davon haben. 15 brauchen wir insgesamt. Ja, eine ganz schöne Menge. Und ja, vielleicht können wir dem guten Don Esteban weiterhelfen, die Stadt zurückzuerobern, dass sie sich dort wieder einsiedeln können.
Und ich bin gespannt. Ich meine, ich weiß schon, was noch alles auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr seid auch gleich mitgespannt und auch ja, neugierig, was als nächstes passiert, was wir nächstes machen dürfen. Auf jeden Fall, ich verabschiede mich für heute. Es war mir wieder mal eine Ehre, ein Volksfest, ein Vergnügen, eine Freude, etc. Punkti, Punkti. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Genießt den Sonntag, genießt den Samstagabend, die Samstagnacht. Bleibt anständig, habt viel Spaß und wir hören und sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Ab 19 Uhr. Vielen Dank nochmal und schönen Abend euch allen. Tschüssi.